sehen wir uns jetzt die vielen hier in ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden zur heutigen Landebahnbewegung, nicht wirklich bekannte Bewegung, gegen die Startbahn Westen einer Chronologie an. Hier das Museum in Zeppelinheim, das heutige Museum. Die Anfänge des Flughafens lagen in Frankfurt auf dem Rebstockgelände. Dann wurde er wegen größerem Platzbedarf 1934 in den Wald des großen Jagdforstes am heutigen Platze verlagert. Aber dort stand ausgewachsener Wald mit Altbestand, wie Roden. Hier seht ihr die Ruinen des Küchenhauses des ehemaligen KZ-Außenlagers bei Waldorf. Die SS lieferte der Baufirma Züblin, heute noch eine der größten Baufirmen in Deutschland, 1500 jüdisch-ungarische Arbeitssklavinnen über die Organisation TOT, die nach der Besetzung Ungarns 1944 von der Straße weggefangen wurden und in Sommerkleidung hier ohne schweres Gerät, unter anderem zum Ausgraben der riesigen Wurzeln im Herbst und Winter, teilweise unter Bombardierung eingesetzt wurden. Etwa 50 Frauen überlebten die viermonatige Lagerzeit nicht. Von den restlichen Frauen überlebten nur etwa 300 von den ursprünglichen 1500 die weitere Deportation. Das Luftbrückendenkmal erinnert an die Versorgung der von Stalin abgesperrten Stadt Berlin durch amerikanische Piloten mit den sogenannten Rosinenbombern. 1972 dann, kaum zu glauben, die Rollbahnen damals waren nur mit einem sogar teilweise kaputten Jägerzaun mit Lücken gesichert. Die Akzeptanz des Flughafens und auch der Airbase, die allerdings besser gesichert war, war noch hoch. Mit noch geringen professionellen Mitteln hatten wir ein Motiv einer Anti-Lärm-Initiative aus dem süddeutschen Raum okkupiert und für uns umgestaltet. Hier noch die Originalfassung mit zerstörten Bäumen und Dreckfahne. Wir hatten unser Logo. Beginnen wollen wir mit diesem Anhörungstermin des Regierungspräsidiums Darmstadt im Sommer 1970 im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für die Startbahn West, sowie, das soll ja nicht vergessen werden, die Verschiebung des vorhandenen Start- und Landebahnsystems nach Westen. Dieses Bild vom gleichen Termin in der Stadthalle Rüsselsheim zeigt den Tisch mit den Vertretern der FAG, heute Fraport. In jenen Tagen war Kurt Oeser, evangelischer Pfarrer in Mörfelden, später EKD-Umweltpfarrer, Professor und anerkannter Fachmann, oft noch sehr allein, hatte allenfalls einige Getreue um sich. Hier informierte er 1970 im hochbelasteten Raunheim das Stadtparlament. Doch die Zahl seiner Mitstreiter wuchs rasant. Dafür sorgte auch der immer stärker werdende Fluglärm, wie hier beispielsweise über Raunheim, zu Beginn der 1970er Jahre hier noch das Bild ohne die Mainufer Schnellstraße. Sowie dann 1979 bei diesem vom DGB Ortskartell, der örtlichen Vertretung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Rüsselsheim, organisierten Diskussionsabend in der dortigen Stadthalle. Das Thema Flughafenausbau im Allgemeinen und Startbahn West schreckte im Besonderen immer mehr Menschen auf. Frühzeitig sprachen sich die örtlichen Gewerkschaften gegen weitere Belastungen der Region aus. 1979, Demonstration an der Ukrifteler Straße. 1979 kam zu dieser eine der ersten großen Demonstrationen, größeren Demonstrationen rund 400 Menschen an die Ukrifteler, um ihren Protest zu bekunden. 1980 war die Bewegung schon so angewachsen, dass sie, wie hier im nasskalten Februar, den Protest in die Landeshauptstadt Wiesbaden tragen konnte. Und im Flörsheimer Wald entstand im Mai 1980 in einer gut vorbereiteten und getarnten Aktion mit fachkundiger Hilfe lokaler Handwerker die BI-Hütte, die Keimzelle des späteren Protestdorfes, das bundesweite Beachtung fand. Da es auch eine starke Verbindung mit den evangelischen Kirchengemeinden gab, wurde schließlich mit Hilfe eines Möffelder Zimmermanns fachgerecht eine Hüttenkirche gebaut, geweiht und viel besucht. Es wurde geheiratet und getauft, gebetet und gesungen und gepredigt. Der unvergessene Pfarrer Walter Boris wurde von dem Reed-Blues-Erfinder Bodo Kolbe als Pfarrer für uns Atheisten bezeichnet. Immer mehr Hütten kamen hinzu. Das reichte von der Hütte der Jungen Union bis zur Unterkunft von Schulen aus dem Kreis Groß-Gerau. Und bald war das Protestdorf ständig bewohnt. Oft kein einfacher Menschenmix. Obwohl hier manchmal Welten aufeinanderprallten, lief es doch vergleichsweise konfliktfrei ab. Politiker, Literaten, Musiker kamen zum Dorf, lasen vor, schrieben, musizierten. Ein Hauch, und zwar ein kräftiger Hauch von alternativem Leben, lag in der Luft,
Für manchen braven Bürger aus Mayfeldenwaldau und anderen Kommunen war diese Konfrontation nicht einfach. Dennoch entstand am Ende gegen den Flughafenausbau als gemeinsames Ziel eine Allianz der Lang- und Grauhaarigen, wie auch die des dreifachen K aus Kirchen, K-Gruppen und Küchenbrigade. Diese Kindertheatervorstellung an einem Sonntagnachmittag im Hüttendorf soll daran erinnern, dass so etwas wie ein eigenständiges Kulturleben im Zusammenhang mit der gesamten Anti-Stadtbahn-Szene entstand. Und grüne und alternative Listen formieren sich im Hüttendorf. Es war auch für das politische Leben in der Region Kristallisationspunkt. Dafür soll dieses von Rudolf Schmidt geleitete Treffen stehen, wo sich erstmals grüne und alternative Listen für die Kommunalparlamente formierten. Die Reparlamentarisierung war nicht von allen gern gesehen. Diese Listen erreichten, erinnern wir uns, bei den folgenden Kommunalwahlen, beispielsweise in Immerfeldenwalde von Büttelborn, über 25% der Stimmen. Die jahrelange absolute Mehrheit der Landesstaatbahnpartei SPD war gebrochen. Als nächstes kein Bild aus dem Film Opus der Pate, sondern die Pressekonferenz des FAG-Vorstandes am 10. Oktober 1980. Ein trauriger Meilenstein in der Geschichte des Flughafenausbaus, ein Schicksalstag für die gesamte Region. Denn am gleichen Tag hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel für den geplanten Bau der Startbahn West juristisch grünes Licht gegeben. Mit einem Hungerstreik reagierte man hier darauf in Mayfelden-Walldorf. Vier Bürgerinnen hungerten im Treppenhaus des Rathauses Mayfelden gemeinsam. Eine unglaubliche Koalition von rechts Professor Leo Peetz, CDU, Jürgen May, SPD, Rudi Hechler, DKP und Horst Preisler von der FDP. Der Festplatz in Walldorf, häufig ein Treffen-Ausgangspunkt später für den Aufbruch in den Wald. Hier trafen sich 1980 10.000 Menschen zu einer Protestkundgebung gegen die Startbahn West. Es war klar, der Protest würde immer weiter wachsen. In der Staatskanzlei in Wiesbaden wurde Holger Börner eine Resolution überreicht. Zu dem damit verbundenen Gespräch waren unter anderem als Startbahngegner gekommen der Groß-Gerauer Forstamtsdirektor Gonnermann und der Vorsitzende des DGB-Kreises Starkenburg. Das ist die Region des Kreises Groß-Gerau und des Odenwaldkreises. Etwas Besonderes war am Vormittag des 24. Dezember 1980 die vorweihnachtliche Bescherung im Hüttendorf. Und abends traf man sich zum Weihnachtsgottesdienst vor der Hüttenkirche mit Umweltpfarrer Kurt Oeser. Am 19. Mai 1981 fiel in Raunheim bei einer Vollversammlung der Bürgerinitiative der Grundsatzbeschluss, ein Volksbegehren gegen die Startbahn West einzuleiten. Ein Weg, den die hessische Verfassung eine der ersten nach dem Krieg vorsieht. Die offizielle Gründungsversammlung des Trägervereins für ein Volksbegehren fand am 30. Mai 1981 in der Stadthalle Rüsselsheim statt. Hier der Vorstand mit dem Plakat fürs Volksbegehren. Die Unterschriftensammlung war höchst erfolgreich, doch später ließ das Verwaltungsgericht das Volksbegehren nicht zu, weil Luftverkehr und Flughafen Bundesangelegenheit seien. Eine Chance für eine friedliche Lösung war damit wieder einmal vertan. Und so rückte der Tag X, der Beginn der großen Auseinandersetzung, immer näher. Am 5. Oktober hier wurde er Wirklichkeit auf einem der ersten Abholzungsareale, dem sogenannten 7-Hektar-Gelände, wo unter anderem dieser Turm der Protestierenden in den Nachtstunden entstand. Mehrmals verschoben begann in den Nachmittagsstunden des 5. Oktober schließlich der Großeinsatz der Polizei und erfolgte sukzessive die Räumung des Geländes. Der Staat kam den Bürgern hier immer näher, unter anderem mit 500 Einsatzfahrzeugen, Mannschaftswagen, Panzerwagen, Wasserwerfern. Eine erste Mauer war errichtet worden, um uns von dem Baugelände fernzuhalten. Aber am Waldrand stand noch der Turm, den wir Wächter der Freiheit getauft hatten. Ein messerscharfer Zaun, NATO-Draht genannt, trennte danach tagelang Demonstranten und Polizei. Zunächst verlief aber alles ziemlich friedlich, wurde aber ob solcher Friedlichkeit sogar vom Frankfurter Modell in den Medien gesprochen. Doch spätestens nach einem harten Polizeieinsatz am 11. Oktober, dem sogenannten Blutsonntag, wurde die Auseinandersetzung härter. Hier die Pressekonferenz der BI am nächsten Morgen in Mayfelden-Walldorf. Natürlich gab es auch auf Seiten der Demonstranten wachsende Wut und Verbitterung. So wurde von, wenn auch insgesamt eher wenigen, allerdings nicht nur jungen Menschen, die Beschränkung des Gewaltfreiheitsbegriffes auf Personen reduziert. Unter dem Slogan Power an der Mauer wurde immer wieder die unter Polizeischutz errichtete Mauer attackiert.
Trotz gut organisierten telefonischen Alarmketten und sogar Glockengeläut gelang der Polizei eine Überraschungskuh und sie konnten am frühen Morgen des 2. November 81 das Hüttendorf besetzen und räumen. In der Folge kam es immer wieder zu heftigen Begegnungen zwischen Staat und Bürger. Die Ärzte aus dem Hüttendorf berichten unter anderem, ohne den Tag der Räumung selbst, von 9 schweren Schädel-Hirnverletzungen, 33 Lungenverletzungen durch Giftgas, 5 Verletzungen innerer Organe, 33 Platzwunden, 5 Verletzungen durch gezielte Granatschüsse, 74 Frakturverdachte, 26 Kollapse. Ich fuhr eine ganze Nacht verwundete Menschen aus dem Wald. Viele Menschen wurden ohne Meldung verletzt, nicht nur körperlich. Am meisten aber wurde das Gefühl bei vielen verletzt, von diesem Staat bzw. dieser Regierung gut vertreten zu sein. Immer wieder kam es im Wald rund um das von der Polizei am Ende abgeriegelte Hüttendorf zu Auseinandersetzungen. Hier war ein Wasserwerfereinsatz im Wald. Auch Gas wurde eingesetzt, das nach der Genfer Konvention geächtet war. In vielen Kommunen, wie hier auf Rüsselsheims Bahnhofsvorplatz, wo ein angebliches oder tatsächliches Auto von Zivilfahndern durch Demonstranten umgestürzt wurde, kam es zu Protestaktionen. Ein spektakulärer Höhepunkt war am 7. November 81 der sogenannte Nackten-Samstag, als etwa 50 Männer und Frauen zu einer friedlichen Besetzung des Baugeländes über den NATO-Draht stiegen. Immerhin wurde an diesem Tag ein vorübergehender Baustopp mit dem Innenminister Gries von der FDP vereinbart. 20.000, sagte die Polizei, 40.000 Menschen war unsere Schätzung. 40.000 standen hinter den Nackten, gingen aber wegen unterschiedlicher Einschätzung der Lage nicht wie geplant über den mit mitgeschleppten Teppichen überwundenen messerscharfen NATO-Draht. Eine friedliche Riesendemonstration mit über 150.000 Teilnehmern, hier die Gruppe der Stadtverordnetenversammlung von Meerfelden-Walldorf, erfolgte in Wiesbaden am Samstag, 14. Dezember 81, zur Abgabe der Unterschriftensammlung. Über 200.000 Unterschriften waren gesammelt worden. Weniger friedlich ging es am nächsten Tag, hiervon haben wir kein Bild, bei einem sogenannten Besuch des Flughafens zu. Durch heftige Attacken der Polizei wurden die Demonstranten auf die Autobahn getrieben, die zeitweilig gesperrt wurde. Diese Ereignisse, die Gewalt, dominierten am nächsten Tag das Medienecho und manchen gilt dieser Sonntag auch als Niedergang der Akzeptanz der Protestbewegung. Ungewöhnliche Partner. Dabei hatten noch am Samstag alles so friedlich und entspannt begonnen. Guckt mal hier, Junge Union, DKP und Jusos. Nach vielen großen und kleinen Auseinandersetzungen, aber auch sich in der Bürgerinitiative nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Einstellungen zur Gewaltfrage abzeichnenden Spaltungen, erreichte im August 1982 bei Beginn der Betonierungsarbeiten der Konflikt erneut einen Höhepunkt. Spektakulär dabei der Auftritt des Drachen Kunibert, der von den Bauarbeiten in seinem Wald aufgeschreckt wurde und das Rampenlicht betrat. Bürgernähe war auch hier wieder eine gefährliche Sache und wohl anders gedacht gewesen, aber so war die Realität. Immer wieder kam es zu gefährlichen Szenen. Zum Glück gab es keine größeren Pläsuren, aber nicht allzu lange Zeit vorher war bei einer Frankfurter Demonstration der Wasserwerfer nicht zum Stehen gekommen und ein Demonstrant, Günter Sarré, überrollt und gestorben. Während der Bau der Startbahn West immer weiter voranschritt, hielt der Protest an. Auch 1982 wieder Power an der Mauer an der Südseite der Startbahn West. Allerdings verlief auch in dieser Phase der bei weitem größte Teil des Protestes friedlich. Hier gemeinsames Protestlieder singen an einem Sonntagnachmittag. Und hier sehen wir wieder ein deutlich erkennbares Chaoten- und Terroristenpaar. 1982 begannen die zahlreichen Prozesse gegen Startbahngegner. So wurde auch absurderweise das Walldorfer Küster-Ehepaar Hild und Hans Lorenz in die Nähe von Gewalttätern gerückt und angeklagt. Die Spaltung in Terroristen und Vorzeigebürger ließen wir nicht zu. Die Lorenzens wurden ebenso freigesprochen wie auch Umweltpfarrer Kurt Oeser und viele andere. Eine der großen, tragischen Figuren der Protestbewegung gegen die Startbahn West waren, ist Alexander Schubert, einer der Köpfe der Bürgerinitiative. Er bekam die volle Konsequenz der Staatsmacht zu spüren, wurde wegen Nötigung der Landesregierung und des Aufrufs zu Gewalt zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und aus dem Staatsdienst entlassen. Nach 10-jährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen waren es doch nur 8 Monate auf Bewährung und er konnte im Staatsdienst bleiben. Begleitet von einer Satireaktion der Bürgerinitiative, die ihr schon gesehen habt, wurde die Startbahn West eröffnet. Doch damit war und ist der Konflikt keineswegs beendet.